Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind wieder da im gewohnten Umfeld. Jetzt kommt endlich mal wieder ein normales Video, sage ich mal, wie wir es gewohnt sind, eine Reaktion. Und wir schauen uns heute die Sachen an, die am Freitag rauskamen, jetzt nachträglich. Und wir fangen heute an mit Weekend Lightwolf. Ich habe jetzt bei den Einstellungen von der Aufnahme noch ein bisschen was geändert, von den Audioeinstellungen. Ich habe den Noise Gate raus, das heißt, dieses Rauschen, was ihr jetzt gerade hört, warte. Das. Ich weiß selber nicht, woher es kommt, ob es am Mikrofon liegt, ob es am Lautsprecher liegt oder sowas. Ich habe halt auch nur einen Laptop, kein PC. Das lasse ich drin. Es ist zwar ein bisschen nervig vielleicht, wenn man das so mit Kopfhörern hört. Über Lautsprecher hört man es nicht so, das Rauschen. Aber ich habe halt gemerkt, dass wenn ich den Noise Gate drin habe und das Mikrofon nicht direkt hier am Mund habe, dass dann so ein paar Töne von mir, die ich sage, rausgeschnitten werden, weil es eben dann nur aufnimmt, wenn ich rede. Und dazwischen ist es dann komplett ruhig und das ist irgendwie auch sehr merkwürdig zu hören. Das habe ich jetzt probiert, die letzten Videos. Ihr könnt es ja mal anschauen und überprüfen und sagen, was besser ist. Ich habe bei der Beast Boy Reaction zu 300 Words in a Minute die 1000 Aufrufe geknackt. Dafür danke. Ich habe auch 83 Abonnenten geknackt. Ist jetzt keine, als ob 83 so eine krasse Zahl wäre. Das ist eine ganz ungerade Zahl, aber keine Ahnung. Es freut mich und ich freue mich auch, dass ihr dann Kommentare schreibt und so. Gab auch ein paar Dislikes, wo dann leider kein Kommentar war. Es gab teilweise auch Kritik, auf die ich dann formal eingegangen bin. Ich bin zufrieden, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinen Sachen. Also qualitätstechnisch nicht, aber wie ich da rangehe und wie ihr das auch findet, das freut mich, ja. Und wir machen jetzt, ja, weiter. Und mal gucken, wie gesagt, ihr wisst es ja, Update-Video kam, unregelmäßige Uploads. Es kann sein, dass morgen eins kommt, kann auch sein, dass morgen keins kommt, kann auch sein, dass erst in 3-4 Tagen oder sowas kommt. Es ist unterschiedlich, wir werden es aber sehen. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass ich, ne, also 2 Videos pro Woche, safe. Safe, safe, safe. Ich denke sogar eher 4 Videos schaffen wir. Und wir fangen jetzt heute an eben mit Weekend Lightwolf, wieder produziert von Friedrich van Zandt, wie man es kennt. Das ist jetzt, glaube ich, schon die 4. Single von dem Album oder 5. sogar schon. Boxen, Burger und Pommes, Bubble, Geh weg. Und ich glaube, das ist die 5. Es gab noch eine Liebe, aber das ist ja, glaube ich, nicht auf dem Album. Am 11.9. erscheint das Album, das heißt in 2 Wochen. Ja, der Titel vom Album heißt, das ist jetzt hier wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiger Song von ihm. Ich glaube sogar das Intro. Und ich bin gespannt mit Video. 1080p ziehen wir uns das Ganze jetzt hier mal rein. Ich hoffe, die Aufnahme bricht nicht ab oder ist nicht kaputt. Deswegen bin sehr gespannt. Weekend immer wieder schön. Wir haben uns ja alle Singles bisher in Reaction angeschaut, wobei Geh weg leider nicht verfügbar war, weil dann die Aufnahme irgendwie wieder, ne? Ihr kennt den Scheiß bei mir. Ich habe jetzt mal versucht hier, ich nehme jetzt gerade hier am Laptop an sich auf. Das heißt, vielleicht klappt es da besser. Vielleicht sind dann da die Aufnahmen nicht immer kaputt. Ist halt blöd, weil die Aufnahme frisst halt 4 GB und mein Speicher ist voll. Deswegen habe ich mir die Festplatte genommen. Jetzt gerade habe ich den Laptop ein bisschen gereinigt und jetzt probieren wir es mal aus. Maske bleibt, Haarreif ist da. Anders sehe ich einfach nichts mehr. Es ist einfach schlimm. Und let's go. Ich weiß nicht, was er mit Lightwolf meint. Das Wort habe ich davor noch nicht gekannt. Klingt aber, es klingt sehr untypisch für Weekend so, aber mal sehen. Okay. Ich kann mich immer noch sehen, wie ich mit 16 in der Schule sitze. Ja. Mhm. 1,95 noch in der Miete und 10 Kilo untergewicht. Als ob er 1,95 war. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Für mich ist es gerade ein bisschen laut, aber ich mache ein bisschen leiser. Als ob er mit 16 1,95 war. Und 10 Kilo Untergewicht. Ja gut, das okay. Aber. Okay. Okay, es geht persönlich wahrscheinlich um seinen Werdegang. Ich denke mal, er bezeichnet sich als Lightwolf, aber ich weiß nicht, was ein Lightwolf ist. Ein leuchtender Wolf. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch nur ein Symbol. Ist es wirklich ein Bild? Ja doch, es ist ein Bild von ihm früher. Krass. Mit langen Haaren. Wie ich jetzt. Ja gut. Der Vollidiot hier war cooler als ich. Und irgendein Martin hat draußen im Park jeden Tag mein Selbstbewusstsein gefickt. Okay, es ist so ein Lyrics-Video mit so ein paar Ausschnitten von früher. Es ist ein bisschen verwirrend manchmal, ja. Es ist viel Zeug zum Gucken. Der Vollidiot hier war cooler als ich. Und irgendein Martin hat draußen im Park jeden Tag mein Selbstbewusstsein gefickt. Okay, Real Talk. Irgendein Martin hat sein Selbstbewusstsein gefickt. Also irgendjemand hat ihn entweder gemobbt oder halt irgendwie verarscht oder was auch immer. Okay. Auch mit Name-Dropping, finde ich cool. Das ist einfach ein Storyteller über seine Vergangenheit. Shoutout. Das sind die nicht schwer zu kapieren im Endeffekt. Wenn du dich am Bahnhof in die falsche Ecke verirrst, ist dein Handy weg. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt der aufgewachsen ist. Könnte das Gelsenkirchen sein, weil er Schalke-Fan ist? Weiß ich nicht. Sitze ganz hinten, nur mit den Homies im Bus.
Dieses dumm, ich. Sorry, ich bin dumm, aber ich. Ich weiß nicht, was für ein Instrument ist, aber warte, hört mal. Ist das ein Piano? Ich fühle mich gerade dumm. Aber das klingt sehr geil. Ich habe noch gar nichts zum Beat gesagt. Beat wieder, wie immer, stabil. Aber jetzt nichts herausragendes, sage ich mal, bisher. Außer dieses Dumm, das war ganz nice. Flow auch wieder gewohnt. Wobei, diesmal sogar ein bisschen schneller. Finde ich gut. Habe ich jetzt nichts zu meckern, ne? Alter, das ist krass. Das ist sehr früher. Same. Wenn ich alleine war, war ich ängstlich und hab zum Boden geguckt. Same. Immer noch. Ich glaube, das ist aber bei vielen so. Sehr selbstreflektiert, aber dieses negative zwischen negativ und realistisch. Und das finde ich gut. Das ist genau mein Stil eigentlich. Ich meine, dieses Selbsthassen, selbst drunter machen wurde ja schon eher zu einer Kultur, anstatt dass man das ernst meint. Ich weiß nicht, wie ernst er das meint. Er wirkt sonst jetzt nicht so unzufrieden mit sich. Wenn es ernst gemeint ist, fühle ich es auf jeden Fall und kann das nachvollziehen. Ich würde gern dazugehören, das alles setzt mir ziemlich zu. Ganz genau, einmal hat's geklatscht. Ja, ich war in der Schule auch echt nicht wirklich bei den Coolen. Ja, das fühle ich sehr. Jo, weil ich kannte meinen Platz. Jo, weil ich kannte meinen Platz. Boah, muss sagen, die Hook, cool, Melodie ist nice, auch der Beat wieder mit diesem Dumm, kommt sehr gut, und dieses keine Ahnung, wer ich sein soll, Dicker, das kam richtig mächtig gerade, das ist so eine Aussage, die sticht so richtig raus, ich liebe das, wenn so kleine Stellen, sei es nur ein Satz oder ein Wort, wenn der so hervorgehoben wird, und ich finde, das ist sehr, sehr gut hervorgehoben. Ist das auch er? Der ist ja, glaube ich. Ich glaube, das hier ist das Thumbnail. Wow. Okay, das sieht nicht nach ihm aus. Digga. Ist so. Aha. Fühl ich. Es geht um Kraft, es geht um Macht. Ich bin schwach und ich habe Angst. Same. Bin dafür einfach nicht gemacht. Wann finde ich endlich meinen Platz? Wann finde ich endlich meinen Platz, erinnert mich jetzt ein bisschen an Endlich von 3 Plus, ne? Wann komme ich endlich an? Wann prall ich endlich auf? Geil. Das geht auch in so eine selbstreflektierte, auch ein bisschen selbstzerstörerische Art und ja, eigentlich ist es jetzt nichts, was man gut finden sollte, aber als jemand, der das selbst hat und nachempfinden kann, muss ich sagen, es ist cool, wenn man sich dann auch verbunden fühlt. Ich mag sowas. Mein Platz. Und ich konnte so ein Bastard sein. Verletzung und Unsicherheit, die ich in mir trug, teilt ich anderen heim. Boah, finde ich geil, dass man. Also er macht immer Thementracks und immer so ernste Sachen auch, ne? Wenn nicht immer. Aber ich finde das geil, dass er so mal wirklich ernst ist. Und über sich mal ernst rappt, so. Das finde ich nice. Yeah, ich hab Leuten wehgetan. Wenn sie mir unterlegen waren, nur um zu spüren, dass ich mich auch über irgendjemand erheben kann. Nochmal. Aber ich muss echt sagen, Props, ne? Also ich verstehe es, dass ihm der Song wichtig ist. Sicherheit, die ich in mir trug, teilt ich anderen heim. Ich hab Leuten wehgetan. Okay. Wenn sie mir unterlegen waren. Ja. Puh. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann auch nicht projizieren, das jetzt so ein bisschen auf mich und versuche da mitzukommen. Naja, also ich habe einmal aus Gruppenzwang jemanden mitgemobbt. Das war sehr dumm und ich bereue das sehr. Da habe ich noch nicht gewusst, wie sich's anfühlt, gemobbt zu werden, ne? Ausgegrenzt zu werden, Gast zu werden. Ja, und der wurde halt schon auch ziemlich, ziemlich hart gemobbt, so. Aus heutiger Sicht denke ich mir, Alter, was war ich und was waren die vor allem für Spastis? Die waren ja noch schlimmer. Die haben es ja angeleitet und ich habe halt so mitgemacht und habe mich so ein bisschen was getraut und wir wurden, also das war echt. Es war echt richtig, richtig mies. Nur um zu spüren, dass ich mich auch über irgendjemand erheben kann. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum man Leute ausschließt. Damit man sich abgrenzt, damit man sich besser fühlt, damit man denkt, man wäre größer, obwohl man sich damit ja kleiner macht. Damit beweist man ja eigentlich nur Schwäche. Ne? Ich meine, das ist ja kein Grund, sich gut zu fühlen. Im Gegensatz. Ne? Du tust ja nichts Gutes.
gut fühlen darfst du dich eigentlich nur, wenn du auch was Gutes tust. Wobei, nein, na okay, das ist eine komische Aussage. Ist jetzt egal, ich will nicht so krass ins Thema. Ich will jetzt nicht so viel drüber labern, sonst langweilt es euch wieder. Also ich weiß nicht, ob es euch langweilt. Könnt ihr mal runterschreiben. Über jede Rezension, über jede Meinung von euch, über meine Videos freue ich mich natürlich. Sei es negativ oder positiv. Ich muss es wissen. Sorry. Ich will dir nichts Böses, ich will mich nur messen mit dir. Ich hoffe mal nicht, dass ich den Blick für die Grenze verliere. Der Schmerz, den du fühlst, der ist mir so in etwa bekannt. Lass ihn nicht formen, benutze ihn, werde ein Mann. Benutze ihn. Wen benutze ich? Ich hoffe mal nicht, dass ich den Blick für die Grenze verliere. Der Schmerz, den du fühlst, der ist mir so in etwa bekannt. Lass ihn nicht formen, benutze ihn, werde ein Mann. Ich soll den Schmerz benutzen, um ein Mann zu werden. Uiuiui. Bös. Böse Lyric. Lyrics. Leitwolf, Dicker. Wann ich das letzte Mal Tränen geweint habe, weiß ich nicht mehr. Bau eine Mauer. Da fände ich es jetzt cool tatsächlich. Ich finde dieses Dicker, finde ich voll nice. Das kommt so lässig so drüber. Auch bei T, ne? Boah, also bei Tuttle halt. Wenn er Dicker sagt. Dicker. Wann ich das letzte Mal Tränen geweint habe, weiß ich nicht mehr. Wenn er das gesagt hätte, wann ich das letzte Mal Tränen geweint habe, weiß ich nicht, Dicker. Das wäre auch lustig. Also ich fände das vom Flow, ich fände das, würde das nochmal hervorheben halt. Bau eine Mauer, mag da nicht drüber sprechen. Boah, selten sowas Ernstes gehört von Weekend, sowas Persönliches. Ich will nicht Depressives sagen, aber halt schon, ja, Persönliches trifft es vielleicht am besten. Leitwolf, dicker Leitwolf, ich bin nicht stark genug für so Schwächen. Was ist denn das für eine Zeile? Boah, das ist ja, das ist meine Highlight-Zeile. Boah, sowas inspiriert mich wieder übel, ne? Ich bin nicht stark genug, Alter, für Schwächen. Mag da nicht drüber sprechen. Leitwolf, dicker Leitwolf, ich bin nicht stark genug für so Schwächen. Ich bin nicht stark genug für so Schwächen. Boah. Puh. Okay, also er meint natürlich, er ist nicht stark genug dafür, Schwächen zuzugeben oder wie meint er das? Hm. Ich liebe so Zeilen, wo man sich den Kopf zerbrechen kann, die im ersten Moment keinen Sinn ergeben, paradox klingen. Aber es macht irgendwie Sinn. Ich kann es nicht genau erklären, aber ich glaube, ich fühle diesen Gedankengang. Vielleicht verstehe ich nicht den Gedankengang, aber ich fühle irgendwie die Aussage. Ja? Ich bin nicht stark genug für so Schwächen. Boah. Ich liebe sowas. Geil. Krass. Ich weiß immer noch nicht, was ein Leitwolf ist. Das ist mein Problem. Ich würde es gern wissen. Vielleicht ist Leitwolf einfach... Vielleicht hat er das Wort erfunden. Ich weiß es nicht. Vielleicht bezeichnet man so aber auch einen, der halt so und so ist. Keine Ahnung. Ich google mal. Ahnung, wer ich sein soll, Dicker. Okay, muss mich behaupten, weil will Hook. Respektiert da draußen sein. Nice. Aber ich stecke dauernd ein. Also hier steht definitiv Aussage im Vordergrund. Und das ist, finde ich sehr gut. Trotzdem vom Klangbild angenehm. Nichts, was jetzt übelst krass ist, aber passt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ein Leitwolf ist. Übersetzt halt ein leuchtender Wolf, ne? Ich sein soll, Dicker. Es geht um Kraft, es geht um Macht, doch ich hab Angst und ich bin schwach, bin dafür einfach nicht gemacht. Wann finde ich endlich meinen Platz? Hm? Er lässt nicht nach, ne? Er lässt nicht locker. Er haut ein Brett nach dem anderen raus. Ja. Boah. Also ich muss sagen, ganz anderes Feeling als gewohnt. Geht in eine sehr, sehr tiefe Richtung, was man so von ihm jetzt nicht gewohnt ist. Aber ich finde es gut. Es kommt sehr authentisch rüber, finde ich. Boah. Props. Starke Arbeit. Ja, ich denke, mehr muss man nicht dazu sagen. Ist einfach krass. Gut. Das war's. Ciao.